Hallo meine Lieben, wie gesagt, ich bin wieder kreativ unterwegs, beziehungsweise endlich dann auch so weit, dass ich meine Videos schneiden kann. Und heute fängt es an mit einer Geburtstagskarte, die ich für eine Yoshi-Liebhaberin gebastelt habe. Ich habe im Internet ein Bild gefunden, was so gesehen nur aus Outlines, also diesen Außenlinien besteht und was sich natürlich perfekt eignet, um das anzumalen. Ich werde euch die Quelle auf jeden Fall unten verlinken, weil ihr wisst ja selber, wie das ist. Man darf nicht einfach irgendwas von jemandem verwenden, ohne das zu erwähnen und auch darauf hinzuweisen. Es gibt leider auch keine, ich sag mal, schöne Stempel, wo ich sage, das sieht aus wie die Originalcharaktere von Nintendo, aber ich denke mal, das hat auch was mit den Lizenzrechten zu tun und Nintendo ist halt da sehr eigen und möchte das eigentlich auch nicht. Ich habe übrigens diesmal meine Aquarellstifte rausgeholt, dadurch, dass ich das Bild ausgedruckt habe mit meinem Laserdrucker. Weiß ich nicht, war ich vorher auch immer so ein bisschen skeptisch und wusste nicht, wie das Papier das auch aushält. Inzwischen weiß ich, ich kann auch tatsächlich mit meinen Distress Reinkern reingehen und kolorieren. Aber da bin ich halt auf Nummer sicher gegangen und habe tatsächlich meine Aquarellstifte rausgeholt. Ich habe mir im Internet natürlich auch eine Vorlage rausgesucht, welches Farbschema den Yoshi hat. Hab dann versucht, diese Farben so getreu wie möglich zu treffen. Bei mir ist natürlich alles schattiert. Ich weiß, dass die Originalcharaktere keine Grautöne mit drinne haben. Das ist einfach plump grün, plump rot und braun, beziehungsweise ein Orange für die Schuhe. Ich mag meine Figuren plastischer. Ich mag sie mit Licht und Schatten. Deswegen 1 zu 1 ist es definitiv nicht. Das ist halt meine Interpretation. Ich habe wie immer meinen Wassertankpinsel hier, ein Stück Taschentuch an der Seite oder Zewa, je nachdem, was ihr zu Hause habt, um meinen Pinsel zwischen den Farben halt auch sauber zu wischen. Oder wenn er zu viel Wasser rausdrückt, dass ich dann das Wasser halt zwischendurch auch wegtupfen kann. Ich habe erst leicht angefangen, das heißt den Grundanstrich gelegt, damit ich weiß, welche Farbe wohin gehört. Und dann angefangen, mutiger zu werden und die Farben zu intensivieren, kräftiger zu machen. Wie immer lasse ich immer weiße Stellen, wo ich denke, da sitzen die Highlights, da kommt das Licht her und da, wo quasi die Gegenseite ist, fällt Schatten. Also setze ich da halt mit Grau zum Beispiel den Schatten auf weißen Flächen. Und bei Farben wie Grün und Orange setze ich meistens dann in derselben Farbe, nur kräftiger oder halt arbeite auch gerne mit Braun. Ich weiß nicht, also wenn ihr mehrere Videos von mir gesehen habt, müsst ihr das eigentlich schon inzwischen, ja, schon glaube ich zigtausend Mal gehört haben. Nein, so viele Male war es nicht. So viele Videos habe ich auch gar nicht produziert. Aber ja, es ist im Grunde immer derselbe Vorgang und ja, da kann man nichts Neues zu sagen. Ich habe natürlich den Prozess wesentlich beschleunigt, damit ihr euch auch nicht beim Video gucken langweilt. Ich finde, manchmal kann man auch für so ein kleines Motiv dann seine Stunde, vielleicht auch manchmal sogar ein bisschen länger sitzen. Und ja, das müsst ihr euch halt auch vor Augen führen. Je erfahrener ihr seid, desto schneller werdet ihr. Aber am Anfang müsst ihr euch wirklich Zeit dafür nehmen. Das ist nichts, was man mal eben so machen kann. Man könnte natürlich hier zum Beispiel für die Karte auch ein bereits ausgemaltes oder buntes Motiv nehmen und das ausdrucken. Das wäre auch eine Möglichkeit für Leute, die zum Beispiel nicht unbedingt kolorieren möchten oder anmalen möchten. Es gibt natürlich auch viele Sachen, die man kaufen kann. Man kann natürlich auch dieses Motiv durch ein beliebiges Stempelmotiv ersetzen. Ihr müsst das ja nicht so machen wie ich. Das ist ja einfach nur meine Inspiration. Ich hatte halt
ja, quasi jemanden, der unbedingt dieses Motiv auf seiner Karte oder Geburtstagskarte haben wollte. Und ja, dann versuche ich den Wunsch halt zu erfüllen. Hier seht ihr, gehe ich schon wieder mit Grau rein und schattiere das Ganze. Und mit Licht und Schatten gebt ihr dem Ganzen halt wirklich diese Plastizität, diese 3D-Wirkung. Wenn ihr einfach mit einer Farbe arbeitet, könnt ihr dieses halt nicht erreichen. An der Stelle möchte ich mich auch bei allen Zuschauern bedanken. Ich weiß, dass ich jetzt längere Zeit nicht neuen Content hochgeladen habe. Es ist halt einfach manchmal so, manchmal kommt das Leben dazwischen und man hat einfach auch nicht die Zeit. Man muss ja auch bedenken, dass mich das halt auch Zeit kostet, diese Videos zu schneiden oder allgemein erstmal zu drehen, zu schneiden, zu verarbeiten. Und ja, das Motiv, wie ihr seht, ist fertig und das habe ich mit der Schere von Hand ausgemalt, ausgeschnitten, Entschuldigung. Und ich habe hier eine Prickelmatte von mir und mit der Rückseite der Schere habe ich das Ganze so ein bisschen leicht gewölbt und mit einem schwarzen Feinliner, der ist etwas dicker, male ich die Konturen nach. Das heißt, da wo die Schnittkanten sind, ist das Papier zu sehen, das Weiße. Das finde ich bei Motiven, die man konturgenau ausschneidet, nicht so schön. Je nachdem, welches Motiv ich habe, kann ich das halt, wie jetzt zum Beispiel mit einem Feinliner korrigieren bzw. komplett nachziehen. Und damit wirkt das Motiv halt nicht wie, ja, wie ausgerissen, sage ich mal. Man sieht halt die Kanten nicht. Und das Wölben mit der Schere zum Beispiel, das hat das ganze Motiv ein bisschen gewölbt und das kriegt halt auch damit, dadurch ein bisschen so 3D-Wirkung. Und wenn man das halt dann etwas erhabener auf die Karte aufklebt, dann ist es halt kein plumpes, flaches Etwas, sondern es hat eine gewisse Wölbung. Und ich fand das in dem Fall irgendwie schon interessant und ansprechend, deswegen habe ich das so gemacht. Natürlich dauert das, bis man komplett das ganze Motiv fertig drumherum gemalt hat. Ihr müsst da natürlich auch ein bisschen aufpassen. Je nachdem, was für einen Stift ihr verwendet, dürft ihr halt nicht zu sehr in das Motiv reinrutschen. Ihr müsst wirklich nur die Kante anmalen. Mit einem Alkoholmarker zum Beispiel funktioniert das genauso gut. Ihr benutzt einfach das, was ihr da habt. Ich habe einfach in meine Federmappe gegriffen und das war das Erste, was ich erwischt habe und habe gedacht, ja, warum nicht? Funktioniert. Hab's ausprobiert. Ja, geht. Auch zwischen diese kleinen Zwischenflächen, die waren natürlich ein bisschen Fummelarbeit, aber auch die habe ich natürlich dann passend angemalt. So, damit ist unser Motiv erstmal fertig. Wir können uns also um die Grundkarte kümmern. Ich habe eine neue Standschablone von Waffelflower. Das ist eine Slimline Postage Standschablone und ihr könnt dazu passend auch eine Stencil bestellen, die quasi die Innenflächen frei hält, aber den Postage-Rahmen abdeckt. Das ist super, natürlich, wenn man dann quasi diese Flächen irgendwie anmalen möchte. Ich habe mich entschieden, die einzufärben, habe dann zu Yoshi passend grün ausgewählt. Das ist Shabby Shutters. Das ist ein relativ heller Grünton. Und ich habe den in der Mitte angefangen zu setzen, weil ich die linke Fläche auf jeden Fall weiß lassen möchte. Und ich möchte so einen kleinen Übergang haben von hellem Grün zu dunklerem Grün. Habe halt einen Blending Brush. Mit demselben gehe ich dann auch in einen dunkleren Farbton rein. Peeled Paint, glaube ich, heißt das.
Und damit färbe ich halt die rechte Seite ein, gehe auch ein bisschen wieder zurück in das linke rein. Und das ist Morphed Loan, glaube ich, heißt die Farbe. Entschuldigung, Englisch ist nicht unbedingt meine Stärke. Ja, und damit färbe ich den rechten oder das letzte Fleckchen quasi ein. Und das ist in dem Fall mein dunkelster Ton. Hab hier meine Wasserflasche rausgeholt mit destilliertem Wasser. Hab ein bisschen was in die Hand gesprenkelt und hab dann einfach mit den Fingern Wasser auf das Gewischte quasi verteilt. Mit Ma Morphed La oh. Auf jeden Fall mit dem dunkelsten Grünton habe ich dann hier Farbe noch auf meinen Acrylblock gesetzt, mit Wasser das Ganze verdünnt und mit meinem Fächerpinsel setze ich Sprenkler. Ich habe auch meinen feinen Pinsel rausgeholt und versuche dann halt noch feinere Spritzer zu setzen. Da ist der Pinsel oder die Größe des Pinsels schon wichtig. Je größer der Pinsel, desto größer sind eure Spritzer. Und wie gesagt, ich wollte hier feinere dazwischen haben. Hab noch einen zweiten Acrylblock rausgeholt und Glitzerwasser vom Action. Das ist quasi Glitzerpartikel in Wasser gelöst. Ihr müsst die Flasche vorher ordentlich schütteln. Und da habe ich wirklich nur einen ganz kleinen Hauch von dieser Flüssigkeit genommen und den feinen Pinsel, um ein bisschen Variation zu haben. Das kann man jetzt im Video wirklich schlecht erkennen. Ich denke, auf den Bildern könnt ihr das etwas besser sehen. Es gibt dem Ganzen halt ein bisschen Glitzer. Es ist kein Farbe an sich, es ist wirklich nur Glitzersprenkel. So, jetzt habe ich die Stencil entfernt. Und ihr könnt jetzt schon so ein bisschen, doch, man kann es sehen, wenn man es so ein bisschen wackelt oder bewegt. Natürlich das Ganze durchtrocknen lassen. Ich habe dann gerade so ein bisschen die Ausmessung hingehalten. Die Slimline-Größe von, also die amerikanische Slimline-Größe ist ganz anders als unsere, den lang. Die ist viel schmaler und dementsprechend habe ich mein Kartenrolling und den Aufleger halt angepasst. Ich habe noch außerhalb der Kamera ganz viele Elemente schon vorgestanzt, damit ich auch euch damit nicht langweile. Ich finde es auch manchmal auch echt anstrengend. Das dauert halt schon eine gewisse Zeit. Erstmal der Denkprozess, welche Stanzschablonen benutze ich. Das ist zum Beispiel aus der Slimline-Kollektion von Action. Da sind Pilze. Ich habe die, glaube ich, so ziemlich alle aus dieser Stanzschablone ausgestanzt. Übrigens aus meinem Lieblingsaquarellpapier, dem Gerstecker Nummer 3. Und habe halt jetzt geguckt, welche Elemente, vor allem in dem Fall natürlich Pilzköpfe, habe ich mit dem Morphed Loan, glaube ich, heißt das, auf jeden Fall mit dem dunkelsten Grünton gewischt. Dafür benutze ich halt denselben Pinsel, den ich vorhin auch zum Hintergrundwischen verwendet habe. Und mit einem Stück Papier halte ich die Elemente ein bisschen fest, weil das ist gar nicht so einfach, gleichmäßig die Farbe aufzutragen, gerade bei den kleinen Elementen. Und da ist es halt hilfreich, mit dem Papier etwas sich zu behelfen, das zu drehen und die Farbe gleichmäßig aufzutragen. Und die Elemente sind wirklich winzig. Also ich habe mich dafür entschieden, einen der großen Pilze zu benutzen. Und wie ihr seht, das sind so fünf kleine, zwei mit den länglichen Köpfen und drei mit den schmalen. Solange die Farbe zum Beispiel feucht ist und ich das versucht habe festzuhalten, habe ich die Farbe an der Stelle abgetragen. Das wollte ich dann halt nicht. Deswegen das mit dem Zettelchen ist quasi die bessere Version. Ich habe hier das Übrige quasi mit Wasser verdünnt, was jetzt auf meiner Glasmatte übrig geblieben ist und auch auf dem Acrylblock von vorhin und habe jetzt noch zusätzlich Struktur geschaffen, indem ich mit dem Fächerpinsel einfach Sprenkler setze und das Ganze nochmal mit dem feinen Pinsel. Das gibt, wie gesagt, kleinere Spritzer und
auch ein bisschen Variation. Ich habe noch ein bisschen von dem Stempelkissen jetzt auf die Glasfläche gedrückt, weil mir das einfach die Farbintensität noch nicht da war und habe das Ganze wiederholt. Habe jetzt auch den zweiten Ton genommen, der ist halt etwas abweichend, so ein bisschen moosgrün, würde ich sagen. Habe das Ganze auch gemischt. Ihr wisst ja, die Distressfarben sind wasseraktivierend, deswegen könnt ihr halt durch Sprenkler bewegt sich die Farbe nochmal und gibt dem Ganzen so ein bisschen Interesse, auch wenn ihr Ton in Ton arbeitet. Ich habe hier noch ein bisschen Braun dazu genommen und mit Wasser habe ich dann halt die Sprenkler oder die Farbe verdünnt und Sprenkler gesetzt. Man kann natürlich besser schichten, wenn man die Objekte zwischendurch trocknet. Ich habe hier meinen Heißföhn genommen und erstmal alles vom Tisch gefegt, weil es gar nicht so einfach ist. Der bläst ja schon ordentlich. Habe dann meinen Pinsel zu Hilfe genommen, um die Objekte so ein bisschen festzuhalten, damit sie mir nicht schon wieder vom Tisch fliegen, beziehungsweise von der Arbeitsfläche. Die Glasplatte zum Beispiel kann auch Hitze gut ab, deswegen kann man auch direkt mit Hitze dran gehen. Das würde ich jetzt nicht bei einer Schneidematte empfehlen. Die sind relativ empfindlich, die verbiegen sich auch gerne mal. Und jetzt nach dem Trocknen kann man nochmal Sprenkler setzen und die bilden halt eine weitere Schicht und verbinden sich nicht mehr so mit dem, ich sag mal, feuchten Farbe von vorhin. Nachdem ich mit der Intensität zufrieden war, habe ich einfach ein Stück Restpapier genommen und habe dann die restliche Farbe damit aufgesogen oder aufgenommen, um einfach die Farbe nicht zu verschwenden. Also wenn es doch ein bisschen viel Farbe ist, die übrig bleibt, mache ich sowas gerne. Man kann später aus dem Element irgendwie was ausstanzen. Ich denke mal, da findet sich wirklich was. Und wenn man dann halbwegs sauber hat mit Restwasser und Mikrofasertuch habe ich das Ganze sauber und trocken gewischt, weil ich möchte jetzt mit einer anderen Farbe arbeiten und habe halt jetzt die, wie nennt sich das denn jetzt, die Grundflächen, die Beinchen, die Stämme von den Pilzen. Und ja, wie ihr seht, ich habe eigentlich sogar mehr, weil ich habe ja noch Zwischenelemente. Manche haben ja so ein doppelte, wie nennt sich das, dieser Bereich zwischen Kopf und Fuß vom Pilz. Und die habe ich halt jetzt mit Braun, ich denke mal, das müsste Vintage-Foto sein, besprenkelt. Hier habe ich vor allem feinere Striche, weil eigentlich möchte ich die Grundfarbe weiß behalten. Ich möchte dem Ganzen nur ein bisschen Struktur geben. Und da sind zum Beispiel Sprenkler schon eine schöne Option. Und dann sehen die Elemente nicht mehr so langweilig aus. Natürlich auch wieder trocknen. Ihr könnt natürlich auch Luft trocknen. Ihr müsst nicht mit den Heißföhnen rumhantieren. Ich wollte das halt relativ beschleunigen, damit ich dann die Karte auch schneller fertig habe. Beziehungsweise ich habe einen Schritt nach dem anderen gemacht und das zeige ich euch auch halt im Video. Also von dem Material, was ich tatsächlich aufgenommen habe, zeige ich euch alles. Ich schneide in der Regel nichts weg, weil das einfach zeitlich aufwendig ist, das Video mehrmals zu gucken. Das Trocknen mit dem Heißföhn beschleunigt natürlich das Ganze. Deswegen kann man jetzt wieder mit einer zweiten Schicht drüber gehen und dann schichtet das halt übereinander und gibt eine andere Struktur, als wenn man quasi auf feuchte Farbe drüber sprenkelt. Mit dem feinen Pinsel, ich glaube, man kann das auch relativ gut erkennen. Jetzt sind die Tropfen etwas dunkler und die wirken halt ein bisschen plastischer dann, die Pilze. Oder haben mehr Interesse. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Auf jeden Fall finde ich das ganz hübsch und wie ihr seht, den Rest wieder auf meinen Schmierzettel und für später irgendwann mal retten. Jetzt die ganzen Elemente vorsichtig lösen, damit ich meine Arbeitsplatte wieder vernünftig sauber machen kann, damit ich auch nicht aus Versehen diese Farbe auf irgendein Stück Papier oder sonst was übertrage
wo ich die Farbe nicht möchte. Das ist übrigens das Standschablonen-Set, was ich meinte. Ich habe mir die Rückseite, dieses kleine Bildchen ausgeschnitten, damit ich auch weiß, wo oder welche Elemente zusammengehören, damit ich auch nichts übersehe. Da war anscheinend irgendwas nicht ganz trocken. Und ja, jetzt werden die Pilze quasi zusammengesetzt. Und da ist halt so eine Hilfe, wie das Bild einfach schon vom Vorteil. Ich habe hier ein Fingerschwämmchen und nochmal Vintage Foto und damit färbe ich mir die Kanten ein. Einfach auch wieder für etwas mehr Interesse. Und damit die Pilze halt auch später von dem Hintergrund so ein bisschen sich absetzen, sag ich mal. Mit meinem Flüssigkleber, das ist der günstige von Action, der Tacky Glue, in so eine feine Flasche umgefüllt, kann ich die ganzen Elemente super leicht zusammenkleben und ja, ich finde, das Quetschen ist relativ einfach, also auch Leute, die ein bisschen Probleme mit den Fingern haben, sollten das damit eigentlich ganz gut umgehen können. Und Flüssigkleber gibt halt euch ein bisschen Zeit, um die Elemente zu bewegen. Mit meinen Glaselementen kann ich die flach drücken und beschweren und das gibt dem Kleber halt noch ein bisschen, ich sag mal, Druck von oben. Das heißt, es wird alles flach gedrückt, es wölbt sich nichts. Bei den kleinen Pilzen seht ihr, da reicht wirklich ein kleines Tröpfchen. Das ist dann wirklich filigrane Feinarbeit und da sind Werkzeuge natürlich sehr wichtig. Und hier habe ich eins, ich meine, das habe ich von AliExpress. Das hat eine Seite aus Wachs und die rechte Seite ist für Schmucksteine, glaube ich, gedacht. Ich habe hier noch ein Graselement, das habe ich mir auch mit aus demselben Stanzelementen-Set ausgestanzt. Auch wieder aus Aquarellpapier. Und das habe ich jetzt noch dazu genommen und auch eingefärbt. Das ist ja das Schöne bei weißem Papier, beziehungsweise das Aquarellpapier ist ja nicht rein weiß, es ist etwas, ich sag mal, cremefarben. Aber ihr könnt es halt mit euren Stempelkissen, Farben, was auch immer, farblich so anpassen, wie ihr es braucht. Und man muss halt nicht immer das passende Papier zu Hause haben, Tonpapier, Tonkarton in allen Farben oder wie auch immer. Eigentlich reicht weiß vollkommen aus. So, dann platziere ich schon das Ganze so ein bisschen, um zu gucken, wie viel Platz ich brauche, weil klar, Yoshi ist das Hauptelement und der Pilz, den habe ich, also zumindest den großen, der nimmt natürlich sehr viel Fläche auf und deswegen habe ich gedacht, der kann ganz gut hinterm Yoshi ein bisschen verschwinden. Mit einem Alphabet Stanzset von Action habe ich Level Up gestanzt und es gibt auch ein Set mit Zahlen und Sonderzeichen und da habe ich das Ausrufezeichen aus dem Set. Ich glaube, ich halte sogar gleich kurz ins Bild. Genau, das ist das Alphabet-Set. Und das sind die Zahlen und da ist halt auch das Ausrufezeichen ein Teil davon. Und die sind beide mit diesen wunderschönen Stickprägungen, sage ich mal. Und die passen halt super zusammen mit einem Stück Klebeband. Das ist das Pinke vom Action. Habe ich das Ganze jetzt natürlich fixiert. Ich habe es vorher an der Linie oder Hilfslinie quasi von meiner Platte ausgerichtet. Das machen wir jetzt auch mit dem Namen Jennifer. Das habe ich aus schwarzem Aquarellpapier ausgestanzt. Das schwarze Aquarellpapier vom Action. Davon habe ich halt auch meistens, wenn ich mir Kartenrohlinge zuschneide, immer ein Stück, was wegkommt. Und das hebe ich halt auf und gerade so kleine Buchstaben, da braucht ihr wirklich keinen neuen Bogen für anschneiden. Da eignen sich halt Reste sehr gut. Sowohl das Level Up, Ausrufezeichen und die Buchstaben Jennifer oder die Buchstaben, die das Wort Jennifer ergeben, sind mehrmals geschichtet. Das heißt, ich habe eine, also für jeden Buchstaben drei Schichten zusammengeklebt. Das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, deswegen habe ich das jetzt nicht live vor der Kamera quasi gemacht, sondern ich habe das so nebenbei immer zwischendurch gemacht.
Wie ihr seht, der große Pilz auf der Rückseite. Man kann noch ein Stempelmotiv erkennen. Auch da, wenn ihr euch verstempelt, das Papier hat zwei Seiten. Einfach umdrehen oder wie in dem Fall einfach aufheben. Für später zum Stanzen ist das immer noch geeignet. Bloß nicht wegschmeißen, Aquarellpapier ist teuer. Ich habe jetzt angefangen, das Ganze mit Pappe zu verstärken. Das heißt, ich habe einfach kleine Elemente genommen, um den Pilz größenflächig abzudecken. Es muss ja nicht 1:1 sein. Ich hätte natürlich auch mit der Stanze die Elemente aus Pappe stanzen können, aber das ist meiner Meinung nach viel zu großer zeitlicher Aufwand. Und man hat ja immer irgendwelche Reste da liegen. Ich benutze wieder die Kombination aus doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber und hebe damit diesen Pilz quasi so ein bisschen an. Natürlich könnt ihr auch hier mit Schaumklebeband, Abstandsklebeband oder wie ihr auch immer das bezeichnen mögt, arbeiten. Ich persönlich habe einfach viele Pappreste noch da und solange ich die habe, werde ich die auch nutzen. Dafür zahle ich nichts, das kostet mich nichts, weil es ist eigentlich ein Abfallprodukt. Und für das Schaumklebeband müsste ich Geld bezahlen und das sehe ich dann auch nicht ein. Aus einem stinknormalen Overlock-Garn habe ich mir hier Schlaufen gewickelt. Das ist einfach ein kleines, sage ich mal, auch günstiges Element, weil ich glaube, auch Nähgarn hat jeder zu Hause, auch wer keine Nähmaschine zu Hause hat. Man hat ja meistens irgendwie so ein Stopfset oder so ein günstiges von Aldi, Lidl und keine Ahnung, wie die Discounter alle heißen. Man hat ja meistens irgendwas zu Hause. Also ich glaube nicht, dass jemand, der zu Hause keine Knöpfe annähen muss, kein Garn zu Hause hat. Der Yoshi wird genauso wie der Pilz wieder mit Pappe erhöht. Den Pilz habe ich inzwischen auch beschwert und damit, also die Nähgarnschlaufen werden quasi mit dem Kleber, den ich auf den Pilz gesetzt habe, auch mit gleichzeitig auf die Karte aufgeklebt. Auch hier habe ich einfach nur ein paar Stücke Pappe genommen und die größten Flächen quasi so ein bisschen abgedeckt, damit der Yoshi auch etwas absteht. Wie gesagt, ist ein bisschen Fummelarbeit. Aber für mich ist das irgendwie schon ein gewohnter Prozess. Hier sind die Elemente relativ klein, deswegen habe ich nur die großen zwei mit etwas doppelseitigem Klebeband versehen und die kleinen lasse ich einfach nur mit Flüssigkleber, weil auch da, das ist quasi unnötige Kleinarbeit, die losen Flächen drumherum habe ich auch mit Kleber beschmiert, beziehungsweise habe mich dann noch entschieden, noch eine Schlaufe zu wickeln. Das ist mein ganz normales weißes Overlock-Garn. Da habe ich halt noch eine Schlaufe gewickelt und bevor ich den Yoshi aufsetze, kommt sie halt auf den Pilz drauf. Gewicht drauf und so könnt ihr dann sicher gehen, dass das alles auch hinterher festklebt. Das Level Up auf dem Klebeband habe ich mir zurechtgenommen und da kommt jetzt auch Flüssigkleber drauf, bevor ich das auf meine Karte klebe. Also was die Reihenfolge angeht, ist es natürlich hilfreicher, mit den größten Elementen zu starten, damit ihr seht, wie das Ganze am Ende zustande kommt. Und wenn ihr mit den kleinen Elementen anfangt, müsst ihr dann halt den Platz dafür suchen. Und ich finde, das Hauptmotiv, der große Pilz, die waren schon ziemlich groß und damit habe ich halt auch angefangen, um einfach die Karte zu füllen. Mit dem Level-Up musste ich schon ein bisschen hantieren und gucken, wo setze ich das, damit es auch gut wirkt. Und wie ihr seht, musste ich sogar da schon den Pilz ein bisschen abdecken. Das Lila-Tape ist leicht klebend. Aber ihr müsst vorher, bevor ihr das benutzt, trotzdem ein-, zweimal auf die Kleidung drücken, damit er nicht zu sehr festklebt und ihr die Buchstaben hinterher auch wirklich abbekommt. Ich musste hier ein bisschen nachjustieren und dann natürlich wieder Gewichte obendrauf, weil der Kleber halt auch dann vernünftig sitzen kann.
Die kleinen Elemente habe ich so ein bisschen beiseite geräumt, damit ich auch wirklich Fläche habe zum Arbeiten. Und dann kommt jetzt, glaube ich, der Name. Ach nein, ich habe mich entschieden, neben dem Level Up und Jennifer auch noch Happy Birthday zu stempeln. Das ist ein kleines Set oder beziehungsweise ein großes Set von Waffelflower mit ganz vielen kleinen Sprüchen. Ich habe meine Stempelhilfe rausgeholt und werde halt dieses Happy Birthday weiß embossen. Und damit halt das Weiß richtig rauskommt, habe ich jetzt hier einen, ich sag mal, olivgrünen Cardstock genommen. Also Tonkarton, etwas fester. Das Versamark Stempelkissen und auch mein antistatisches Kissen. Und da ist das Wow in Weiß fein. Quasi das Embossingpulver, was ich benutzen möchte. Habe meine Fläche, die ich bestempeln möchte, natürlich mit dem antistatischen Kissen vorbereitet. Und hier quasi ein kleiner Fehler. Wiederholt das bitte nicht. Nicht so nah am Scharnier stempeln. Ihr ärgert euch hinterher, weil die linke Seite ist meistens zerquetscht oder die Buchstaben sind einfach dicker, als sie sein sollten oder das, was ihr wünscht. Deswegen habe ich das Ganze nochmal versetzt und ein zweites Mal gestempelt. Das Schöne ist, ihr könnt halt auf dem dunklen Cardstock das Versafein super gut erkennen und wenn ihr euch wie ich verstempelt habt, einfach diese Stelle ignorieren und einfach zweites, drittes Mal versuchen, je nachdem nicht aufgeben. Und dann kommt eigentlich nur noch das Embossingpulver oben drüber. Mit dem Schmierpapier habe ich den Rest aufgefangen und mit dem Heißföhn embosse ich das Ganze. Ich gehe am liebsten unter den Cardstock und föhne von unten. Bei dem Föhn immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Nicht zu lange an einer Stelle, weil ihr könnt dann auch das Embossingpulver zu lange schmelzen und dann wird das matt und nicht schön. Es erfordert schon ein bisschen, sag ich mal, ausprobieren und Übung. Du kannst ruhig deinen Kaffee machen, Niklas. Geh. Ja, mit den passenden Stanzschablonen von Waffelflower habe ich hier so einen Banner mir ausgesucht, der halt ungefähr die gleiche Größe hat wie der Spruch, den ich bestempelt habe. Und das fixiere ich mir mit dem lila Tape auch fest, weil auch da habe ich gerade bei den kleinen Sachen, ich habe Angst, dass das halt sich verschiebt und dann müsst ihr die ganze Prozedur von vorne starten, nochmal stempeln, nochmal embossen und dann geht man lieber auf Nummer sicher und klebt das Ganze fest. Ich habe das einmal durch meine Stanz- und Prägemaschine gejagt. Und aus demselben Cardstock schneide ich nochmal drei gleiche Wimpel. Wie gesagt, ich benutze gerne übereinander geschichtet alles. Das gibt einfach Dimension und auch Stabilität. Also das heißt, selbst wenn die Karte verschenkt wird, die verdreht sich nicht. Der Spruch kann sich halt, also der hat so eine, ich sag mal, der ist dann hinterher wie Pappe, so fest, dass er halt an Ort und Stelle bleibt, so wie man es eigentlich auch gerne haben möchte. Wie ihr seht, die Stanz- und Prägemaschine nimmt auch ganz schön viel Platz weg, deswegen normalerweise mache ich das nicht so gerne vor der Kamera. Aber auch das ist halt, wenn man so am Basteln ist und einem so die Ideen kommen, die man vorher vielleicht nicht hatte, dann passiert das. Und mit Flüssigkleber klebe ich die ganzen Schichten übereinander. Wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr filigran. Also wenn ich das jetzt mit der Skalierung meiner Arbeitsplatte vergleiche, das sind da wirklich vielleicht 5 mm Höhe. Also wirklich sehr klein, sehr fein. Das Schöne aber daran, wenn es so klein und fein ist, man kann halt auf jede Karte, auf jedes Projekt noch so ein Element mit draufsetzen und das ist dann nicht zu viel. Und ich habe lange nach etwas gesucht, was so fein ist. Also mir fehlen noch die zwei Sets von Create a Smile. Die stehen noch auf meiner Wunschliste, weil deutschsprachige Stempelsets gibt es nicht viele. Und wenn die mit den Waffelflower-Stanzschablonen funktionieren, das wäre natürlich total genial. Aber wie gesagt, das ist noch, das kommt später irgendwann. Man kann nicht immer alle sofort haben. Die Wunschliste füllt sich zwar nach und nach, weil man immer was Schönes sieht. Ich meine,
Die Hersteller sind ja nicht doof. Die kommen jeden Monat mit was Neuem raus. Aber es ist so, dass man über die Jahre schon einiges ansammelt und sich dann wirklich entscheiden muss, was brauche ich wirklich. Das Happy Birthday, deswegen auch das Fännchen auf die linke Seite. Ich habe da so ein bisschen gespielt und habe dann entschieden, dass das, dadurch, dass das Fännchen von links ist, eignet sich das total klasse vor dem Namen. Das Ganze natürlich wieder beschweren mit einem Glasblock oder Acrylblöcke eignen sich dafür. Vielleicht habt ihr irgendwas, vielleicht habt ihr auch eine magnetische Arbeitsplatte oder könnt ihr sogar mit Magneten arbeiten. Der Aufleger, wie ihr seht, hat ja so schöne Aussparungen und ich möchte die Löcher nicht bedecken. Deswegen habe ich jetzt hier mit Pappe mir Rechtecke und Quadrate geschnitten mit der Schere. Grob, also es muss nicht hundertprozentig sein, aber so in etwa, dass ich halt das Ganze so ein bisschen erhaben, auch auf meine Mattung. Wie ihr seht, die Mattung liegt ja schon im Bild. Das ist ein dünnes Papier vom Action. Das war, glaube ich, in einem Kilopaket mal mit drinne. Mit, ich sag mal, so ein bisschen recyceltem Papier. Da gab es lila, orange und den Grauton. Und den Grauton benutze ich hier. Für die Pappe, wie ihr seht, benutze ich wieder die Kombination doppelseitiges Klebeband und natürlich wie immer Flüssigkleber, weil ich einfach dem doppelseitigen Klebeband nicht so vertraue. Und wenn man aber, sage ich mal, eine sofortige Klebewirkung haben möchte, ist das schon super. Und die Kombination doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber hat sich einfach in den letzten Monaten bei mir einfach so bestätigt. Es funktioniert gut. Ich habe noch ein bisschen Spielraum. Falls ich dann mich doch verklebt habe, kann ich das Ganze noch ein bisschen bewegen und das doppelseitige Klebeband vom Action ist so günstig. Ja, warum sollte ich da jetzt auf ein teures umsteigen, wenn ich sowieso diese beiden benutze zusammen? Also für mich funktioniert es auf jeden Fall gut und ich habe jetzt bis jetzt keine Beschwerden gehört, dass irgendeine Karte sich gelöst hat. Auch Jahre später funktioniert das komischerweise. Ich meine, flüssigen Kleber benutze ich gar nicht so lange, weil ich früher immer, ja, ich sag mal, schlechte Erfahrungen gemacht habe. Der Flüssigkleber hat einfach alles aufgeweicht, gewellt. Der Tacky Glue zum Beispiel, der hat eine andere Konsistenz. Der ist zwar flüssig, aber der weicht das Papier nicht so extremst auf. Also ein bisschen ja, bei dünnem Papier merkt man das schon. Und deswegen sage ich ja, mit der Walze kann man sich so ein bisschen nachhelfen, das Ganze flach drücken. Man kann aber auch wie jetzt mit Gewichten arbeiten. Das funktioniert alles sehr gut. Ansonsten benutzt das, was ihr halt gerne habt. Also ich meine, ich habe mich bei vielen Sachen erst überreden lassen oder bei anderen ausprobiert. Das ist ja auch immer schön, wenn man Bastelfreunde hat, die anderes Material benutzen. Und manchmal sieht man auch in Videos irgendwas, wo man denkt, ach ja, das wäre vielleicht interessant, mal auszuprobieren. Natürlich wird das Ganze. Okay, jetzt weiß ich. Ich habe den Wunsch gehabt, dass dann noch das Geburtsjahr noch mit drauf sollte. Und ich habe überlegt erst, wie mache ich das und habe dann am Ende mich entschieden, passend zu dem Stempel bzw. zu dem Happy Birthday, was ich embossed habe, auch das Geburtsjahr zu embossen. Ich habe die einzelnen Zahlen aus einem Alphabet-Set genommen und habe die dann halt versucht, so nah wie möglich vernünftig auszurichten, habe die Zahlen quasi erst mit dem Versafein gestempelt und dann anschließend das Ganze weiß embossed, also mit demselben Embossing-Pulver, was ich vorhin schon benutzt habe, das Wow-Embossing-Pulver weiß in fein. Eine der Zahlen ist etwas, ich sag mal, zerquetscht gewesen, aber es ist nicht schlimm, das ist relativ klein. Und ich denke mal, wenn man es nicht weiß, würde es einem das wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Aber ich fand,
Bei so kleinen Elementen ist das jetzt nicht so tragisch und es hat tatsächlich so belassen. Man könnte natürlich das Ganze auch anders retten, man hätte auch überkleben können, aber ich wollte tatsächlich, dass das quasi wie eine Einheit ist und mit dem Hintergrund sich zusammen verbindet. Mit dem Pinsel habe ich gerade das überschüssige Pulver so ein bisschen weggefegt. Und wie immer mit dem Heißföhn unten drunter. Habe noch ein bisschen von oben geföhnt, weil ich habe das Ganze ja schon mit Pappe verstärkt und da die Hitze sonst nicht vernünftig hinkommen würde, habe ich mich entschieden, hier tatsächlich auch mal von oben zu embossen. Natürlich auch die Zahlen sauber machen und wegräumen. Ansonsten so kleine Elemente gehen relativ schnell verloren, muss ich sagen. Ja. Jetzt kann man das doppelseitige Klebeband von der Trägerschicht befreien und mit dem Flüssigkleber das Ganze dann auf die Mattung aufkleben. Das ist halt, wenn man so mitten beim Basteln noch eine Idee hat, ach ja, man könnte noch das und man könnte noch dies. Und ja, da war das halt noch möglich, bevor ich das Ganze noch weiter aufklebe. Auch die Mattung, das dünne graue Papier wird nochmal mit Pappe verstärkt. Das ist wirklich sehr, sehr feines Papier. Ich denke mal, das hat auch noch nicht mal eine Grammatur von 120 Gramm. Beim Aufkleben natürlich gucken, dass jede Kante gleich großen Abstand hat. Da sind ungefähr 2 mm, die ich immer so dazu rechne pro Seite. Auch wieder mit Gewichten arbeiten, damit der Kleber sich vernünftig setzen kann. Hier habe ich ein Stück Pappe in der Größe des Auflegers quasi schon zurechtgeschnitten. Das liegt unten im Bild und habe mir noch ein paar Elemente rausgesucht, die ich vorab schon mal gestanzt habe. Und das ist eine Joycraft-Stanze. Das hat so kleine Rechtecke, die man auch total klasse als Labelersatz quasi benutzen kann. Ich klebe sie quasi unter die Karte, habe hier einen kleinen Streifen Flüssigkleber genommen und setze das aber dann unten, damit halt das Geburtsjahr so ein bisschen oder dass der Blick da in die Richtung gelenkt wird. Hier seht ihr, dass das Papier auf der Rückseite ein bisschen gewölbt ist, aber ist nicht schlimm, man sieht das hinterher absolut nicht. Aber das ist halt bei dünnem Papier leider so, dass das passiert. Ich habe hier noch Fähnchen mit einer Stamping-Up-Stanzschablone. Das war jetzt auch relativ aktuell, das Set. Und da habe ich dann aus meinen Lieblingspapieren quasi schon ein paar Fähnchen gestanzt. Das ist die kleinste von den Stanzen. Das müsste, glaube ich, Gold gewesen sein. Hab dann das Fähnchen gekürzt, weil man sieht ja sowieso nur einen Teil davon. Habe dann mit dem abgeschnittenen Stück noch ein bisschen gespielt, ob ich das vielleicht noch irgendwo unterbringen kann. Aber das hat mir nicht gefallen, deswegen kommt es zurück in die Tüte zu den restlichen fürs nächste Projekt. Hier, wie gesagt, die Pappe, die ich zurechtgeschnitten habe, schon vorab. Auch wieder großflächig mit doppelseitigem Klebeband am Rand entlang schon mal bekleben. Und mit meinem Zahnstocher-Tool. Es ist Zahnarztwerkzeug. Ich weiß nicht, es ist so ein Haken. Damit kann man halt auch gut so wie hier Kleber anlösen. Ist auch sehr gut für Folie entgittern, wenn ihr zum Beispiel mit der Silhouette oder mit der Cricut arbeitet, mit Folie. Und dann das Ganze wieder großflächig mit meinem Flüssigkleber verteilen. Das ist wirklich eine dünne Schicht, die ich immer auftrage. Und ja, ich bin da relativ großzügig mit dem Kleber. Wie gesagt, kostet ja nichts. Naja, fast nichts. Und ich glaube, ich bin jetzt erst bei meiner zweiten Flasche und ich benutze das schon ein paar Monate.
Und mit der kleinen Flasche dosiert ihr das halt viel feiner als mit der großen. Damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Die ist mir einfach zu plump, die Öffnung. Da habe ich festgestellt, dass mir von dem Tonpapier, von dem grauen, ein Eckchen abgefallen ist. Das habe ich jetzt mit dem Tesafilm gerettet. Ich habe das fixiert, bevor ich meine Pappschicht aufklebe. Und das Ganze natürlich nochmal mit der zweiten Schicht, doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber bedecken, bevor das auf den Kartenrolling aufgetragen wird. Ich sehe auch gerade, dass die Pappe anscheinend so ziemlich gleich groß ist wie meine Mattung und nicht mit der Wiederauflage normalerweise. Ich weiß nicht, ob ich mich da vertan habe oder das bewusst so gemacht habe, weil das Papier einfach so dünn ist, um das Ganze zu verstärken und zu stabilisieren. Ist halt alles noch schon eine Weile her. Also ich glaube, ich habe das Video gedreht im Mai, Juni. Naja, auf jeden Fall schon eine Weile her. Und irgendwann habe ich dann so viele Videos gehabt, dass ich die ich noch schneiden musste, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal einfach nur drauf losbasteln und nicht noch auf die Kamera zwischendurch achten. Ja. Aber wenn ich die Videos, die ich vorher für euch produziert habe, fertig habe, dann kommt doch wieder neuer Content. Beziehungsweise für euch ist das ja neu, für mich halt nicht. Der Kartenrolling ist, wie gesagt, auf diesen Aufleger angepasst. Ist halt 4 mm größer als die Mattung. Hier habe ich die kleinen Pilze rausgeholt und habe dann ein bisschen ausprobiert, bevor ich die tatsächlich festklebe, welche Anordnung und Platzierung ich denn schöner finde. Habe wieder Pappe genommen und dann ganz kleine Streifen daraus geschnitten. Denn die Flächen von den Pilzen sind ja wirklich klein. Und das Ganze dann auch nur mit Flüssigkleber fixiert, weil, wie gesagt, die Flächen sind so winzig, da müsst ihr mit doppelseitigem Klebeband schon gar nicht erst anfangen zu hantieren. Mit der selbsthaftenden Pinzette habe ich die kleinen Elemente angehoben und auf meine Pilze auf die Rückseite draufgesetzt. Das ist auch so ein Hilfsmittel, was einem manchmal wirklich das Re Leben rettet. Und das habe ich halt bei allen Pilzen wiederholt. Immer, je nachdem, wie groß die Fläche ist, halt die Pappschnipsel verkleinert, angepasst und mit Flüssigkleber und mit meiner selbsthaftenden Pinzette und das Ganze zusammen verbunden und dann auf mein Projekt geklebt. Und hier habe ich mich nochmal entschieden, noch eine weitere Schlaufe aus Overlock-Garn in Weiß zu setzen, weil ich halt die Fläche so ein bisschen verdecke, wo ich dann eigentlich die andere Schlaufe hatte und damit so ein bisschen das Garn so ein bisschen zu sehen ist, habe ich das halt noch etwas erweitert. Das ist halt auch oft, dass man seine Meinung ändert oder doch noch was erweitert, was vorher vielleicht nicht so geplant war. Wie gesagt, das Video ist schon wesentlich beschleunigt und ich hantiere da trotzdem so ein bisschen rum. Das dauert halt alles ein bisschen, weil die Elemente so winzig sind. Aber ich finde, am Ende hat das was. Also es gibt dem Projekt schon das besondere Etwas und da braucht man halt auch nicht mehr sehr viel mit Schmuckstein hantieren oder irgendwie sowas, weil es ist so schon ziemlich viel los auf der Karte und die sieht an sich schon ziemlich rund aus.
Ja, bei dem letzten Pilz habe ich mich dann tatsächlich entschieden, den noch vors Happy Birthday zu kleben. Und somit habe ich wieder ein Dreieck. Ein Dreieck aus Pilzen. Ein optisches Dreieck, nicht wirklich ein Dreieck. Ich habe hier meinen weißen Gelstift rausgeholt, um den wirklich zum Laufen zu bekommen. Könnt ihr auf der Handfläche den reaktivieren. So die Wärme der Haut und die Bewegung der Kugel aktiviert den Gelstift und habt dann die weißen Flächen von den Pilzen nachgemalt. Nicht alle, so gezielt so ein paar. Mit meiner Lieblingsstanzschablone von Mama Elephant habe ich aus einem selbstklebenden Stickerpapier quasi Sticker gemacht. Ich habe das einfach durch die Stanz- und Prägemaschine gekurbelt, und zwar da, wo der grüne Bereich des Regenbogens war, und habe dann quasi Sticker gestanzt. Und diese verteile ich jetzt auf meiner Karte, vor allem die Sternchen, wie ihr seht. Die Folie hatte so ein bisschen holographischen Effekt, und selbst die kleinen Pünktchen wirken dann wie kleine, ja, Embellishments sozusagen. Aber an sich sind die ziemlich flach. Aus einem Stück Restpapier, das war irgendwas Metallisches, habe ich dann noch weitere Elemente vorbereitet, aber wie ihr seht, kommen die gar nicht zum Einsatz. Ich habe mich entschieden, nur noch ein paar kleine grüne Schmucksteine draufzusetzen, und damit war die Karte fertig. Ab und zu ist das so, man bereitet mehr vor, als man am Ende verwendet, aber ist dann fürs nächste Projekt. Wir sind mit dem Video durch. Vielen Dank fürs Durchhalten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.